Meine Lieben und ganz herzlich willkommen zum 10x10 Update für den Monat März. Das 10x10 Projekt ist mein Projekt, in dem ich durch meine Schminksammlung rotiere, mir anhand einer Liste randomisiert Produkte aussuche aus meiner Schminksammlung, die ich dann 10x nutzen werde. Falls ich die 10 Nutzungen schaffe, wandert das Produkt im nächsten Monat aus meinem Projekt und dafür kommt etwas Neues rein. Schaffe ich es nicht, nehme ich es einfach noch einen Monat mit. Wir hatten im Februar ja ein sehr, sehr spannendes Update, in dem ich ja alle 10 Produkte tatsächlich auswechseln konnte. Und ich habe mir schon gedacht, dass das so schnell nicht wieder der Fall sein wird. Heute habe ich tatsächlich die Nutzungsziele bei 7 von 10 Produkten erreicht. Das bedeutet, ich zeige euch jetzt die 10 Produkte, die ich im vergangenen Monat neu benutzt habe, gebe euch meine Review dazu ab und dann schauen wir, welche Produkte mit in den nächsten Monat wandern und welche 7 neuen Produkte dazukommen. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr dran bleibt. Jedes Produkt in diesem Projekt ist ja mit einer Aufgabe verbunden, die anhand einer Zahl aus einer Liste ausgewählt wird. Und das erste Produkt in diesem Monat war Zahl Nummer 38, ein Geschenk. Das habe ich sehr, sehr ausgeweitet, um es hier passend zu machen. Und zwar war das ein PR-Produkt. Also das Produkt wurde mir praktisch von der Marke geschenkt. Und zwar von Pixie by Petra. Das ist der Liquid Eyeshadow in Kooperation mit Marine Maquillage. Die Farbe heißt Mirage. Ihr seht ihn übrigens auch heute tatsächlich auf meinen Augen. Ich habe einen... Muss man näher kommen. Moment. Also ich habe heute so einen Eyeliner drauf aus einer Hatice Schmidt Palette und darunter seht ihr das Glitzer. Ich hatte diesen Monat ein Problem. Ich arbeite gerade an einem Video zu farbigen Eyeliner. Da kommt auch der Look heute rein. Und deswegen und weil ich noch eine andere Palette in diesem Projekt habe, habe ich dieses Produkt mit heute tatsächlich zweimal benutzt. Oh Gott, das ist mir fast schon peinlich. Also ich habe es einmal benutzt letzte Woche, vorher gar nicht und jetzt heute nochmal. Ja, also das wird schon gleich mal voll der Fall natürlich in den nächsten Monat mitwandern. Es war tatsächlich so, ich hatte jetzt auch über so den Februar hinweg, den März hinweg, tatsächlich genau 28 Tage Zeit. Also ich habe, glaube ich, genau vor 4 Wochen das gedreht und normal lasse ich mir ein bisschen länger Zeit. Also ja, klar, der Monat hat ja meistens mehr auch als 28 Tage und wie es halt so hinfällt, manchmal sind es dann über 5 Wochen sogar und dann ist es natürlich nochmal was anderes, weil man einfach ein paar Tage mehr hat. Jetzt, so wie ich das April-Update plane, werden es auf jeden Fall 5 Wochen, wenn ich das drehe. Von daher denke ich, dass ich die 8 Nutzungen dann schaffen werde. Kommt natürlich auch darauf an, was heute mit ins Projekt wandert. Generell finde ich das richtig schön. Also ganz ehrlich, es ist einfach so dieser subtile Glitzer. Ich habe ein bisschen Bronzer in die Lidfalte und ihr habt, eigentlich sieht man nicht groß, dass ihr geschminkt seid, aber so bei näherem Hinschauen, richtig cool. Ja, also das werde ich gern mitnehmen. Dann meine anderen Lidschatten diesen Monat. Ich hatte eine Palette dabei, die Urban Decay Stone Wipes Palette. Die einzige Palette, die ich mir 2021 gekauft habe und heiß und innig liebe. Ja, ich habe vor allen Dingen einfach Glitzer eigentlich getragen. Ihr seht, dass manche von denen schon eine richtige Eindellung haben, unter anderem die Farbe Opal Aura hier. Ich habe auch mit dem Jadegrün was getragen, ich habe tatsächlich dieses Dunkle, ich habe was mit Blau getragen. Ich habe mich da richtig ein bisschen ausgedruckt, muss ich sagen, und es hat so viel Spaß gemacht. Ich liebe die Palette. Ich habe einfach gemerkt, ich mag im Alltag helle Schimmertöne, die ich hinten ein bisschen einschattiere und das ist für mich der perfekte Lidschattenlook im Alltag und das finde ich auch in Ordnung. Ich schäme mich dafür nicht, dass ich da jetzt nicht extravaganter bin. Ich habe hier natürlich die 10 Nutzungen geschafft, dementsprechend wird die aus dem Projekt rauswandern. Das war übrigens die Aufgabe, etwas Neues. Und das war somit das Neueste, was ich in meinem Projekt, meiner Schminksammlung so hatte, weil so viel Neues kaufe ich jetzt gar nicht unbedingt. Genau. Dann die nächste Aufgabe war ein Mini-Produkt und da habe ich mich für eine Kleingröße von einem Primer entschieden. Das ist von Smashbox, der Original Photo Finish Smooth and Blur Primer. Das ist so ein ganz klassischer pornfüllender Primer. Ich habe so eine Limited Edition Verpackung. Normal sieht er anders aus. 30 ml hier bei 34 Euro. Ich habe ihn 10-mal verwendet, aber mir ist dabei mal wieder aufgefallen, dass ich porenfüllende Primer eigentlich nicht mag. Ich habe jetzt gerade einen anderen in meinem Project Pen, falls ihr da das Update verpasst habt, kam letzte Woche online, soweit ich weiß. Auf jeden Fall sind es 12 ml und wenn der Primer da drin leer ist, dann wird der hier reinkommen und dann werde ich mich halt damit auseinandersetzen müssen. Ich mag diese Art von Primer nicht mehr. Ich mag lieber was, was so ein bisschen Glow gibt oder einfach zumindest ein bisschen hydratisiert, aber wieder mal 10 Nutzungen und ich glaube, es wird realistischer, dass dieses Produkt irgendwann mal leer geht. Ja, nächste Aufgabe, hässliche oder unpraktische Verpackung. Hier haben wir das Butter Blush von Physicians Formula in der Farbe Nude Silk. Super schöne Farbe, hat mir viel Spaß gemacht, den zu verwenden. Man sieht jetzt auch mal ein bisschen, dass ich was benutzt habe. Also ihr seht, so in der Mitte habe ich vielleicht so ein bisschen die Prägung rausgeschafft. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe ja jetzt den Butter Bronzer in mein Project Pen reingenommen. Habe ich vielleicht irgendwas mit dem Butter Blush auch vor?
Aber 7,5 Gramm ist natürlich eine ganz schöne Ansage. Umso mehr freue ich mich, wenn ich die halt einfach so ein bisschen integrieren kann. Und die Verpackung ist wirklich einfach nicht toll, muss man mal ganz ehrlich sagen. Gut, wir kommen weiter zur Aufgabe bei Sephora erhältlich. Und da hatte ich dann gar nicht mehr so viele Produkte, die nicht in diesem Projekt waren. Also ich gebe mir jetzt aktuell noch Mühe, dass tatsächlich alle Produkte, die ich jetzt neu mit reinnehme, noch nie in diesem Projekt mit drin war und dass wir auch immer wieder neue Aufgaben aussuchen. Ich glaube, das muss ich spätestens so in 2-3 Monaten aufhören und dann wird es halt durcheinander gehen. Aber ist halt so. Auf jeden Fall war das letzte Produkt, das dazu eigentlich gepasst hat, der Charlotte Tilbury Lippenstift in Pillow Talk und ich liebe ihn abgoldisch. Ich finde, es ist so eine tolle, alltagstaugliche Farbe. Wirklich wunderbar. Ich habe mich diesen Monat tatsächlich mit den Lippenprodukten übernommen. Ich habe ja tatsächlich, wie oft kann man tatsächlich sagen? 4 mit reingenommen und dann habe ich ja auch noch 4 in meinem Project Pen. Und wenn man das jetzt mal überlegt, gut, man kann manche kombinieren mit einem Gloss oder so, aber in 28 Tagen, da habe ich halt manche kaum getragen. Ja? Bei dem, weil ich den so gern mag, habe ich die 10 Nutzungen natürlich gemacht, aber bei anderen, die sind dafür ein bisschen hinten runtergefallen. Aber da freue ich mich, wenn ich den wieder benutze. Oh, ich fasse die Verpackung so gern an. Irgendwie fühle ich mich von Charlotte Tilbury gerade wieder sehr angezogen. Ich habe da immer so Wellen und würde mir gern was nochmal kaufen, aber ich reiß mich zusammen. Ja, gib mir Mühe. Mal gucken, wie lange es klappt. Dann hatten wir die nächste Aufgabe. Das war ganz schnöde, ein Bronzer. Und tatsächlich, ich habe zwar einen neuen Bronzer gekauft, den habt ihr ja am Dienstag vielleicht auch im Haul gesehen. Auf jeden Fall hatte ich keinen klassischen Bronzer mehr, sondern nur ein Contouring-Produkt. Und zwar das Kevin O'Quinn Sculpting Powder. Ikonisches Produkt, kostet ja irgendwie 40 Euro. Und ist halt so ein ganz klassischer, aschiger Ton. Ich habe den geschafft, auch 10-mal zu tragen, das war gar kein Problem. Ist aber tatsächlich, finde ich, für mich eher ein Winterprodukt. Also auch Kevin O'Quinn ist nicht tierversuchsfrei, dementsprechend würde ich versuchen, das aufzubrauchen. Ja, aber ich glaube, das wird eher was so für den nächsten Winter. Aber ein schönes Produkt, lässt sich schön einblenden, hat so die perfekte aschige Farbe tatsächlich. Also das ist schon sehr, sehr gut gelungen, ohne dass es dann zu lila und zu tot und zu komisch aussieht. Auch hier habe ich die Nutzungen geschafft. Ja, so ein bisschen letzte Minute, gestern nochmal kurz verwendet, damit ich es schaffe, war diese Palette hier von Becca. Das ist die Après-Ski-Glow-Palette. Die enthält 6 verschiedene Farben. Davon sind 3 Highlighter. Ja, die habe ich gar nicht so viel verwendet. 2 Blushes. Das hier, das sehr extrem ist. Und dieses Rot, das auch sehr extrem ist. Ich habe mich ehrlich gesagt vor allen Dingen aus dem Bronzer eingeschossen. Das ist Bronzed Bondi. Aus der Serie, wie heißt sie, die Sunlit Bronzer. Und da habe ich ja gerade Capricost in meinem Project Pen leer gemacht. Und es war halt so, mein Project Pen, also Bronzer, war leer. Dann habe ich erst das Kevin O'Quinn verwendet. Und dann hatte ich halt bei der noch die Nutzungen. Und dann habe ich halt vor allen Dingen, ehrlich gesagt, den Bronzer verwendet. So der Highlighter ist mir ehrlich gesagt so eisig. Opal ist ein Klassiker. Rose Quartz habe ich verwendet. Und dann auch ein paar Mal die Blushes. Aber auch da habe ich teilweise dazu einfach mein Project Pen Blush kombiniert. Trotz allem hat es Spaß gemacht, die Palette in der Hand zu haben, dazu zu greifen. Die ist ja auch so, die heißt Après-Ski-Glow. Also von daher ist das ja auch eine Winterpalette. Die passt jetzt vielleicht nicht so gut in den Juli, wobei ich sie da auch verwenden würde. Aber so vom Thema habe ich die auch zum Glück geschafft, 10-mal zu verwenden. Gut, und dann kommen wir nur noch zu 3 Lippenprodukten und da habe ich es tatsächlich bei 2 nicht geschafft. Ja. Es gab einmal für die, die Aufgabe hierfür war übrigens Glitzer. Ich finde, das passt ganz gut. Die nächste Aufgabe war die meisten Produkte, also die Marke, von der du am meisten Produkte hast. Und das ist bei mir halt definitiv Essence. Da habe ich mich für einen älteren Lippenstift entschieden, der Longlasting Lipstick in der Farbe Coral Calling. Der fiel halt hinten runter, ich bin ganz ehrlich. Das ist was ich so grenzwertig im Alltag tragen kann sogar, aber ich muss halt Bock drauf haben. Ja, es ist nicht so der jeder Tag, dass ich so sage, so ja, heute hier jetzt so korallige Lippe. Ich habe den tatsächlich nur 3-mal verwendet, weil er halt einfach hinten runter fiel. Ich will mal versuchen, heute vielleicht nicht 2 neue Lippenprodukte reinzunehmen, sondern nur 1. Ja, ich möchte aber natürlich auch irgendwie durch meine Lippenprodukte rotieren. Also das ist so ein bisschen einfach ein Zwiespalt, in dem ich mich da befinde. Nichtsdestotrotz mag ich den Lippenstift und würde ihn auf keinen Fall aussortieren. Dann hatte ich noch einen Lip Liner. Da habe ich 4 Nutzungen geschafft. Also auch der wird weitergehen. Das ist von Puro Bio für die Aufgabe Naturkosmetik. Der Lip Liner in der Farbe Dark Sienna. Das ist ein Nude, aber das hat so einen rostbraunen Einschlag. Oh mein Gott, man sieht, dass er einfach ungespitzt ist. Mochte ich auch gern, kann ich auch im Alltag tragen. Ist aber ähnlich wie der sowas, was jetzt nicht so eine 100% komfortable Alltagsfarbe für mich ist, sondern eher so 90%. Ja, das ist ja schon mal ziemlich gut. Aber manchmal hatte ich einfach Bock war auf was anderes und der Charlotte Tilbury Lippenstift und dieses Produkt. Das war der Manhattan Stay Matte Liquid Lipstick in der Farbe Naked Cowgirl. Die Aufgabe zur heutigen Kleidung passend, den habe ich halt 10-mal geschafft. Weil das so 100% Alltagsfarben für mich sind.
Okay, ich glaube, irgendjemand reißt hier gerade das Haus ab. Tut mir leid für die abartigen Hintergrundgeräusche gerade. Ich bin selber erschrocken. Ich hatte einfach mehr Bock auf das. Okay, es bohrt hier jetzt jemand. Gut, ich mache die Sequenz kurz fertig und dann warte ich einen Moment ab. Also, 7 von 10 Produkte haben die Nutzungsziele erreicht. Mit nehmen wir den Liquid Eyeshadow, dann den Lip Liner von Puro Bio und den Essence Lipstick. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir suchen die nächsten 7 Produkte aus. Ich mache das immer mit meiner Pretty Random App, zeige euch die Zahl, sag, welche Aufgabe es ist. Und dann suchen wir gemeinsam in meiner Schublade die 9 Produkte aus. Und zum Ende sehen wir uns heute hier nochmal wieder, um dann alles anzuschauen. Was machen die da? Lasst das Haus ganz bitte. Die Liste, nach der ich vorgehe, findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und wir starten mal los mit dem Schütteln. Ich habe jetzt schon wieder aus Versehen geschüttelt. Und ich habe ja letztes Mal festgestellt, dass ich tatsächlich Wiederholungen vermeiden eingestellt habe. Das heißt, wir kriegen halt manche Zahlen jetzt natürlich nicht doppelt, weil ich mich immer gewundert habe, warum ich nichts doppelt kriege. Die 92 war jetzt ein Fail, die lassen wir. Wir erschütteln jetzt mal die erste Zahl. Und da haben wir die Nummer 24. 24 ist Buchstabengenerator. Oh yes. Buchstabengenerator bedeutet, dass ich mir jetzt einen Buchstaben generieren lasse. Also A bis Z. Einer von 26. Und dann mir zu diesem Buchstaben was Passendes raussuche. Also wo halt der Name damit beginnt. Jetzt muss ich mir erstmal einen Buchstabengenerator suchen. Kleinen Moment. Ich habe es mir anders überlegt. Bevor ich jetzt mir hier mühsam den Buchstabengenerator suche, stelle ich hier einfach 1 bis 26 kurz ein und wir erschütteln uns eine Zahl und ordnen die dann zu. Dann könnt ihr mal sehen, wie ich das Alphabet kann. So, also. Wieder die 24. Alle Optionen wurden gewürfelt. Löschen Sie den Verlauf, um neu zu beginnen. Oh je, mache ich jetzt alles kaputt? Nobody knows. Okay, 1 bis 26, wir probieren es nochmal. Die Nummer 23. Yes, jetzt muss ich rückwärts zählen. X, Y, Z. Das ist X. Nee, die X ist die 4. Was kommt vor X? Okay, A, B, C, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. W. W muss die 23 sein, X die 24, Y die 25 und Z die 26. Also Buchstabengenerator mit dem Buchstaben W. Wow. Okay, ich werde mir was überlegen, ihr werdet gleich sehen. Also Leute, ich glaube, einen viel dümmeren Buchstaben als W kann man sich wirklich echt nicht aussuchen. Ich habe jetzt alles durchgeguckt und es gibt eine Palette von W7, also W7, aber die hatte ich schon im Projekt, deswegen nehme ich das einzig andere, was aktuell mit einem W anfängt und verfügbar ist, und zwar dieses Grön Blush Powder, also es ist ein Naturkosmetikprodukt, in der Farbe Pink Watermelon, wie W. Okay, wir nehmen einmal dieses Blush mit. Ich glaube, das ist ganz gut, aber ihr werdet sehen, es wird nicht bei einem Blush bleiben, weil die Aufgaben heute ein bisschen gemein waren teilweise. Jetzt habe ich natürlich endgültig alles kaputt gemacht, ne? Weil jetzt ist ja mein ganzer Verlauf weg und jetzt wissen wir nicht mehr, was vorher mal schon kam und was nicht. Also jetzt, ab jetzt ist wieder alles erlaubt. Ab jetzt werden wir wieder Wiederholungen nicht mehr vermeiden können, denke ich mal. Das heißt, ab jetzt kommt's doppelt. Gucken wir mal, wie wir das handhaben. Wir erwürfeln mal die zweite Zahl und sind bei der 17. Die 17 hatten wir tatsächlich schon. Gut, ich würde jetzt einfach anfangen, tatsächlich die Aufgaben doppelt zu nehmen. Wenn es halt so ist, dann machen wir es. Die 17 ist ein Bullet Lipstick, das heißt ein ganz normaler Lippenstift. Okay, das freut mich. Ich wollte ja ein Lippenprodukt mitnehmen. Mal gucken, da kann ich mich jetzt einfach austoben. Ja, hier seht ihr mal meine ganze Auswahl an Bullet Lipsticks. Ich bin jetzt da ehrlich gesagt gerade ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie beeinflusst, aber ich habe gerade ein Video zu Naturkosmetik gedreht und da hatte ich mal wieder den Alverde Diamond Kiss Lipstick in der Farbe Turmalin in der Hand. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön auch von der Form und auch eine tolle Alltagsfarbe. Den habe ich bislang, ehrlich gesagt, ja, nicht so viel benutzt, weil ich dann relativ schnell, nachdem ich den bekommen habe, ins Project Pen gestartet bin. Der gefällt mir aber unheimlich gut und einfach, weil ich jetzt gerade so viel über den nachgedacht habe, wird der für die Aufgabe Bullet Lipstick mitwandern. Dann haben wir als dritte Zahl die 29. 29 hatten wir auch schon zur heutigen Kleidung passend. Okay, heute habe ich wenigstens mal was an, wo man was Passendes dazu machen kann. Als ich die Aufgabe zuletzt hatte, hatte ich nämlich so ein ganz geblümtes Kleid an. Das war irgendwie nicht so gut. Die Aufgabe war tatsächlich erst im letzten Monat dran. Aber dann machen wir es einfach nochmal. Alles klar. Wir werden mal sehen. Das ist ja eher so ein Lachsfarben. Ich könnte mir gut vorstellen, ein Lippenprodukt wäre natürlich mal wieder passend, ne? Aber vielleicht könnt ihr dazu auch einen Blush harmonieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Dann darf ich mir ja schon wieder was Passendes zu meiner Kleidung aussuchen. Und ihr seht ja, ich habe heute diese Bluse an. Das ist jetzt so ein dunkles Lachs, würde ich das am ehesten beschreiben. Und ich habe dann gleich an diese Palette gedacht, ehrlich gesagt, und an den Ton. Also ich meine, okay, es matcht jetzt nicht 100%. Aber so von den Tönen, finde ich, ist so die obere Reihe von der Carly Bible Deluxe Palette von BH Cosmetics, passt da schon ganz gut dazu. Das ist echt so hässlich, das muss ich mal ändern hier. Aber das ist eine meiner ersten großen Lieben als Palette und ich glaube, die wird jetzt für diesen Zweck reinwandern, weil was da ganz genau passt, werde ich, glaube ich, nicht finden und ist, glaube ich, annähernd zumindest passend. Die vierte Zahl ist die, jetzt hatte ich schon geschüttelt, ich schüttle einfach nochmal wie wild, okay, wir kommen irgendwann mal bei der 54 an. Ich glaube, die nehmen wir auch. Die 54 ist ein Klassiker. Oh, das hatten wir noch nicht. Eine neue Aufgabe, wie wundervoll. Ein Klassiker. Was habe ich mir dabei gedacht? Ein Produkt, das ist entweder was ist, was halt so ganz klassische Make-up-Werte, Make-up-Werte, also was wie eine rote Lippe oder irgendwie, ja, halt so, was so ein classy Look erzeugt oder ein Produkt, das einfach ein Klassiker ist, weil es schon so lange existiert und so viele Leute gut finden. Auf die beiden Arten würde ich das interpretieren. Für einen Klassiker bin ich beim Klassiker-Primer meiner Wahl gelandet und zwar beim Smashbox Photo Finish Primerizer. Smashbox stellt ja gerade tatsächlich die Primer so ein bisschen um, das nervt mich, aber ich habe den ja gar nicht so lange gekauft, einfach weil ich mir mal wieder einen neuen Primer kaufen könnte und weil das mein absoluter Favorit ist. Ja. Und ich glaube, das könnte mir sehr gut tun, den einfach mal wieder ein bisschen verwenden zu dürfen. Ja. Also da freue ich mich einfach drauf und das ist, glaube ich, eine gute Wahl, wo ich mir jeden Tag denken werde, yay, endlich darf ich wieder. Die fünfte Zahl für heute ist die 77. Hatten wir die schon? Nein, auch die hatten wir nicht. Kühle Töne. Okay, das ist auch was, finde ich ganz interessant. Mal, weil man da, ich mag es an diesen Aufgaben so sehr, dass man so auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen irgendwie einen Anreiz kriegt. Kühle Töne oder was mit Weh oder jetzt so ganz wild zur heutigen Kleidung passend. Also wisst ihr, da muss man immer so in unterschiedliche Richtungen einfach gehen und das gefällt mir gut. Ja, und deswegen mache ich das Projekt auch so gern, weil mir dieses Auswählen einfach krass viel Spaß macht. Ja, für die Aufgabe kühle Töne, es war nicht ganz so einfach. Ich wollte nicht dann das dritte Blush nehmen, weil ihr werdet gleich noch das zweite sehen. Dementsprechend ist das nächste Produkt so halbkühl zumindest. Und zwar dachte ich, ich könnte doch mal wieder dieses Contouring Set von Trend It Up nehmen und mich einfach auf diesen Contouring-Ton ein bisschen konzentrieren. Jetzt nicht ausgeschlossen, dass ich den Bronzer auch verwende, aber das ist auf jeden Fall ein kühler Ton. Jetzt hatten wir ja den letzten Monat schon den Contouring-Ton. Ich glaube, so über den März hinweg in den April rein passt es schon auch noch. Und ja, ihr verratet es bestimmt auch keinen, wenn ich ab und zu mal den Bronzer verwende. Ne? Ja, ich bin ein bisschen traurig, weil ich habe ja diesen neuen Nabla Bronzer, aber den kann ich halt beim besten Willen nicht als kühle Töne verkaufen und dementsprechend muss der noch einen Monat auf mich warten, glaube ich. Als vorletztes haben wir die 92, ich glaube, die hatten wir schon. Nee, hatten wir nicht. Erinnert an ein Tier. Da bin ich dann zum Ende der Liste ein bisschen gaga geworden und dachte mir so, was könnte man machen? Erinnert an ein Tier. Ja, ne? Also entweder ich habe irgendwas, was wirklich nach einem Tier heißt, wo ich wirklich sehr gucken müsste, ja, oder wo vielleicht eine Lidschattenpalette, wo eine Farbe nach einem Tier heißt. Oder ich fange einfach farblich wild an zu assoziieren. Da werden wir jetzt mal gleich gucken. Da hätte ich mir vielleicht mal, bevor ich diese Aufgabe selber mir ausgedacht habe, Gedanken drüber machen können. Okay. Erinnert an ein Tier. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber es gibt, glaube ich, genau ein Produkt. Ein Produkt in meiner Sammlung, das darauf passt. Und das ist dieser LOV. Mini Blush. Der heißt nämlich Seductive Flamingo. Also wie ein Flamingo, jetzt hat er eine komische Öffnung, muss ich mal aufmachen, das ist so ein Mini-Blush, den habe ich vor Urzeiten mal auf irgendeiner Glow bekommen. Das ist wirklich so ein strahlendes, leicht seidiges Rot. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt mit dem grünen Blush und dem Blush klarkomme und gleichzeitig mit meinem Project Pen, ob ich mich da nicht irgendwie ein bisschen behindere gegenseitig. Also es kann gut sein, dass ich eins der Blushes bis zum nächsten Monat nicht schaffe, aber das wäre ja nicht schlimm. Aber ja, das habe ich lange nicht mehr verwendet und Flamingo ist ein Tier. Ja, also ich habe die Aufgabe voll erfüllt, muss ich sagen. Und die letzte Zahl für heute ist die 72. Die 72 hatten wir schon mal. Ein Produkt, das einen sich schön fühlen lässt. Oh, das finde ich eine schöne Aufgabe. Letztes Mal habe ich dazu tatsächlich einen Highlighter genommen. Das weiß ich noch. Das könnte ich vielleicht heute wieder machen oder ich denke mir was anderes aus. Naja, wir haben jetzt 7 neue sozusagen Aufgaben und davon sind immerhin 4 auch wirklich neu und waren noch nie in dem Projekt. Aber ich werde jetzt natürlich auch, wenn die Aufgabe natürlich schon mal dran war und ich dafür ein Produkt ausgesucht habe, jetzt natürlich ein anderes Produkt aussuchen. Das ist natürlich klar. Und jetzt wählen wir das letzte Produkt aus und dann sehen wir uns doch mal.
Und auch bei der Entscheidung für ein Produkt, das mich schön fühlen lässt, wurde ich von dem Video inspiriert, das ich gerade gedreht habe. Das werdet ihr, ich weiß nicht, in ein, zwei Wochen oder sowas sehen. Nämlich habe ich mir überlegt, dass ich doch gern mal wieder Puder Foundation tragen würde. Und Puder Foundation, da habe ich diese hier von Woga Woga. Und da habe ich immer das Gefühl, so Puder Foundation bringt irgendwie so das Beste an meiner Haut raus. Es sieht unglaublich natürlich aus, aber gleichzeitig ist es irgendwie halt doch perfektionierend. Und deswegen fühle ich mich eigentlich mit der Puder Foundation immer recht gut und würde die, jetzt diesmal kein Highlighter, sondern die für die Aufgabe lässt mich schön fühlen mitnehmen. Okay, man sieht, ich habe mir irgendwie ein bisschen die Haare gerauft, weil ehrlich gesagt war das Ganze auch jetzt ziemlich anstrengend. Ich mir echt dachte so, boah, wie mache ich das jetzt? Vor allen Dingen, weil ich halt nicht irgendwie drei Blushes drin haben wollte und immer so ein bisschen die Balance zu halten und was zu finden, was trotzdem gut passt, ist nicht ganz so einfach. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz im Schnelldurchlauf die Produkte, die wir in den nächsten Monat mitnehmen und für welche Aufgaben wir sie mitnehmen. Einmal gibt es die Überläufer vom letzten Monat für ein Geschenk, den Pixi Liquid Eyeshadow in der Farbe Mirage. Dann für die Marke, von der ich am meisten Produkte habe, Essence, gibt es einmal diesen Essence Long Lasting Lipstick in der Farbe Coral Calling. Dann haben wir für die Aufgabe Naturkosmetik Puro Bio Lip Liner in Dark Sienna. Und dann machen wir mal weiter, einmal für Erinnert an ein Tier, der LOV Mini Blush in der Farbe Seductive Flamingo. Dann haben wir für die Aufgabe Kühle Töne das Contouring Set von Trended Up. Den habe ich übrigens schon aufgebraucht, ne? Aber ich werde mich vor allen Dingen hier drüben orientieren und vielleicht ab und zu mal da rüber tippen, aber verrate jetzt keinen. Genau, das ist die nächste Aufgabe. Dann haben wir ein Klassiker, Smashbox Photo Finish Primerizer. Kenne ich, liebe ich, wunderbar. Für den Bullet Lipstick habe ich mich wieder für Naturkosmetik entschieden. Alverde Diamond Kiss Lipstick in der Farbe Turmalin. Für ein Produkt, das mich nicht schön fehlen lässt, die Puder Foundation von Woga Woga. Für das Produkt mit W, das Grün Blush Powder in der Farbe Pink Watermelon. Und ganz zum Schluss noch, zu meiner heutigen Kleidung passend, die eher wärmeren Töne von der Caliby Deluxe Palette von BH Cosmetics. Ich mache sie euch nochmal auf, so sieht sie aus. Ja, es harmoniert annähernd mit meiner heutigen Kleidung, oder? Würdet ihr schon auch sagen. Ja, und das war's wieder mit dem 10x10 Update. Ich freue mich jetzt echt wahnsinnig. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Auswahl getroffen. Ich werde mich jetzt mit dem Lidschatten, ich glaube, das ist ganz gut, weil mein Lidstrichprojekt läuft immer noch weiter, glaube ich so, wenn ich das richtig geplant habe, bis Ende März. Und dann habe ich hier immer noch ein bisschen was, mit was ich arbeiten kann. Das harmoniert beides gut mit meinem Creme-Lidschatten, den ich im Project Pen drin habe. Dann haben wir hier jetzt drei Lippenprodukte, von dem eins sehr basic ist und die anderen beiden ich jetzt hoffentlich auch schaffen werde. Ein Primer, über den ich mich richtig freue, eine Foundation, über die ich mich richtig freue und dann eben noch was bisschen Spannendes fürs Gesicht. Ich habe ja momentan immer super Bock auf Blush, von daher sind zwei Blushes vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob ich beide schaffe, sozusagen zehnmal zu nutzen bis zum nächsten Update, weil ich halt doch auch mein Project Pen Blush nicht ganz so vernachlässigen will. Aber ja, es war wieder eine spannende Wahl und wir sind jetzt offiziell, wenn auch eher unbeabsichtigt, angekommen, indem Zahlen wiederholen sich. Produkte wiederholen sich schaffen wir noch nicht. Ich hoffe, das schaffen wir auch vielleicht noch so ein, zwei, drei Monate nicht, dass sich das wirklich wiederholt und dann wird man es halt sehen. Ich meine, man muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe einfach nur noch 5 Primer, ich habe nur noch 8 Foundations oder so. Bald nur noch 7, wo ich einfach sagen muss, ja natürlich, aber ich habe halt 15 Lippenstifte, über 15. Und Lippenprodukte kann man ja auch immer nur eins pro Tag praktisch tragen. Also da wird sich irgendwann was überlappen, das finde ich jetzt aber nicht wirklich schlimm. Genau, ich freue mich, dass ihr bei diesem Video mit dabei seid. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Es gibt übrigens auch andere YouTuber, die mittlerweile dieses Format adaptiert haben. Ich verlinke mal super gerne was in der Infobox, wenn ihr ein bisschen weiter gucken wollt. Und ansonsten, ja, Kommentar, Daumen hoch, Glocke, Abo. Ich glaube, das Video kommt dann am Freitag online. Wenn mich nicht alles täuscht, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Falls es halt Dienstag ist, dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Mein Gott, ich habe meinen Upload-Plan wirklich nicht mehr so im Griff. Genau. Ich habe jetzt Hunger, ich mache mir jetzt mal was zum Mittagessen. Ich hoffe, die Bauarbeiter hören jetzt auf. Ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, dass hier die ganze Zeit gebohrt wird. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.